Launa, sehr gut, ja, Sabine. Sehr gut. Die Games Convention, Videospielmesse in Leipzig, ist heute gestartet. Und wir haben gleich die besten Neuheiten da. Jawohl. Ach. Sean, Heinrich und Donkey Kong, gleich im WDR Fernsehen. Aha, jetzt wieder. Herr Doktor, hallo? Hallo. Wo darf ich mich setzen? Bitte schön. Hier. Ah ja. Das ging aber schnell nach oben. Herr Doktor, das war toll. Dankeschön. Das war besser als Sex. Und vor allem ging es länger. Hammerhart. Thorsten Shaw dreht Rocky 6. Die Eisenfaust des deutschen Fernsehens bereitet sich in einer professionellen Kirmesboxbude auf den großen Durchbruch vor. Exklusiv. Sabine Heinrich packt aus. Jetzt erzählt sie alles. Fesselnde Details aus der schillernden Welt der Fernsehunterhaltung. Die ganze ungeschminkte Wahrheit. Kommt Thorsten mit einem blauen Auge davon? Und kann er die Quasselstrippe Sabine jetzt noch stoppen? Das alles und noch viel mehr bei Sean und Heinrich. Riech mal. Hm? Slapstick! Yeah. Wenn, dann richtig, oder? Sollten Sie an diesem Wochenende eine Busreise in die Lüneburger Heide gebucht haben? Stornieren. Absagen bitte. Diese 39,90 Euro, die können Sie gut für Ihre Rente zurücklegen. Machen wir beide auch, denn ja, heute auf allen wichtigen Zeitungen vorne drauf die Forderung vom Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Deutsche sollen auf Urlaub verzichten. Oder wie die Bild-Zeitung es formuliert, Deutsche sollen auf Urlaub verzichten. Und der Henry will ja nicht wirklich weg da aus der Flensburger Förde. Und ist das ein Problem, wenn dann da die Schiffe auch fahren? Nein, es ist kein Problem, solange sich der Wal und die Schiffe an die Vorfahrtsregeln halten, die in Deutschland gelten. Und jetzt steht ihr so, wer hat Vorfahrt, da kommt dann plötzlich Luv und Lee ins Spiel. Also Wind. Das heißt, du musst jetzt den Wal passieren lassen, kannst aber die Zwischenzeit nutzen, um unseren Zuschauern zu sagen, was als nächstes kommt. Ach so. Thorsten sagt, es kann doch nicht so schwer sein. Was macht? Es kann doch nicht so schwer sein, zu Fuß zur Arbeit zu gehen. Das hat er heute gemacht. Komm, er hat die Runden schon an. So. So. Publikum ist immer so viel? Immer. Hallo Publikum! Hallo. Hey. Ja, dann würde ich mal sagen, einfach gib dem schön warm Wasser, gib Gas und nicht eher aufhören, bis der glänzt. Ist ja wie Autowaschen. Ja, fast so. Ja. Schnute auch? Schnute auch, vor allem hier unten. Mhm. Das ist alles voll Sabber. Mm. Den Sabber wegmachen, ja, genau. Ich dachte, es wäre Wasser. Nee, Sabber. Die leben ja noch. Natürlich. Oh. Und hier hinhalten, hier vorne sind sie, die Ameisen. Einfach hier, bück dich, genau. Das ist ja klasse. Und da kommt die Zunge. So. Komm, und hier, du sollst auch nicht leben wie ein Hund. Also, jetzt könnten dich auch töten, wenn sie wollten. Hier, die dicke Ratte kann mich töten? Aber ohne Zweifel, guck mal die Krallen da unten. Das ist er. Das ist Hans-Dieter Flick. Der neue Assistenztrainer der Fußballnationalmannschaft. Wie hat er diesen Job bekommen? Ja, ist einfach der Erstplatzierte gewesen beim Jürgen Klinsmann Lookalike-Wettbewerb. Achtung. Also Cleansy und nochmal im Vergleich. Das ist der Flick. Eine Mail ist noch von Christopher. Komme aus Osnabrück. Niedersachsen wird auch 60. Ich will auch was von euch. Hier, Düsseldorf. Ab nach Niedersachsen. Mein Superman. Oh! Das kann doch nicht so schwer sein, einfach mal schick essen zu gehen. Denise Blastschok ist Benimmexpertin, guckt mir heute auf die Finger. Und da kommt schon die Suppe. Ist aber dünn. Was machen Sie jetzt?
Da macht man die Finger rein, um sie zu säubern. Sind sauber. Ja. Sie haben sich doch die Hände gewaschen vorher, oder? Vorhin immer, ja. Ja. Als ich zu Hause losgefahren bin. Wie schmeckt denn Irisch? Sehr gut. Soll ich mal probieren? Bloß nicht. Wieso denn? Na, Sie können doch nicht vom... Na. Sie können doch nicht einfach auf meinem Teller... Holen Sie sich doch zurück. Prost. Es sind die ersten Namensvorschläge da für unsere zusätzlichen 50 Planeten im Sonnensystem. Janosch hat geschrieben, er wird einen Planeten Janosch nennen. Warum auch nicht? Christian Schröder aus Dortmund hat gemailt, Cleansy und Yogi bei Zwillingsplaneten. Das finde ich großartig, ja? Also weitere Vorschläge für die Planeten, die können ja nicht alle Sean und Heinrich heißen. Entweder anrufen, das kostet auch nichts, 0800 220 4 mal die 8. Oder eine E-Mail schreiben an seanundheinrich@wdr.de. Und wenn Sie dafür sowieso gerade im Netz sind, können Sie auch gleich abstimmen für unseren Clip der Woche. Sind übrigens nur noch rund 49 Planeten, für die wir neue Namen brauchen. Auf einen bin ich gerade drauf getreten. Wie gehst du mit unserer Welt? Unser armes Sonnensystem. Ja, darf Pluto Planet bleiben? Wenn ja, müssten wir rund 50 Planeten noch dazu nehmen. Und dafür brauchen wir Namen. Sean und Heinrich, guten Abend. Wer ist denn dran? Ja, hallo, hier ist Baumann Robert aus Heilbach. Hallo, Robert. Aus Heilbach. Und zwar, mein Vorschlag ist Puschal und Wuschal. Puschal und Wuschal. Wer heißt denn sonst so? Den Vorschlag hat meine liebe Freundin gemacht, die Christina Jäger aus Heilbach. Ja. Und ja, wir haben gerade auf der Couch gesessen, haben eure Sendung geguckt und da hat die den genialen Vorschlag gemacht. Finde ich gut. Dann noch viel Spaß beim Kuscheln. Danke fürs Anrufen. Danke, ciao. So. Und einmal berühren. Wo berühren? Da? Einfach berühren. Oh, das ist ja klasse. Super. Hui. Danke. Oh, Fischchen. So, und jetzt gibt's einen Fisch. So also einen kleinen hier, oder? Ja, einfach einen kleinen. Ja. So. Ganz gut. Sieht jetzt aus wie ein Weibchen. Sieht aus wie ein Weibchen. Ist aber ein Männchen. Kann er das auch mal vormachen? Ja, das glaube ich nicht. Wenn wir das könnten. So einfach. Klack. Nee. Ich drehe mich jetzt um und zeige dir das Zeichen nochmal. Ja, Der Fieter, sie mich jetzt wieder sehen, dann springen die von mir aus wieder. Ne? So, das Achtungszeichen. Ja. Und dann den Arm nach oben. Also nur den rechten Arm nach oben. Aha. Das ging doch. Das war Freitag, der 25. August 2006. Montag müssen wir beide wieder zur Arbeit. Tja. Das heißt, das war's jetzt mit Sean und Heinrich. Tja, das war ein schöner Ferienjob, aber die nächsten Ferien, die kommen bestimmt. Zähne putzen, ab ins Bett. Gute Nacht. Tschüss. Und so geht es irgendwann weiter. Thorsten Sean wie im Rausch. Der Chefliterat des deutschen Fernsehens druckt das Internet aus. Mit den schönsten Seiten geht er anschließend auf Lesereise. Deutschland atmet auf. Sabine Heinrich lockert nach über einem Monat ihre Pizza- und Pasta-Boykott gegen den Fußball-Weltmeister Italien. Die Bundesregierung rechnet mit 3 neuen Arbeitsplätzen allein in Köln. Hat Thorsten genug Papier im Drucker? Und wie sieht Sabine nach 14 Calzone und 7 Napoli aus? Das alles und noch viel mehr bei Sean und Heinrich.